Toe-Side-Speed-Check ist es als erstes wichtig, dass ihr eure Fußposition richtig findet. Der vordere Fuß sollte relativ stark nach vorne gewinkelt sein. Dadurch habt ihr in eurer Hüfte mehr Bewegungsfreiraum und seid auch schon ein bisschen auf die Kurve eingestellt. Wenn ihr den Fuß so drauf stellt, dann blockiert ihr hier oben in der Hüfte und das wird nicht funktionieren. Dementsprechend den vorderen Fuß schön gewinkelt und den hinteren relativ dicht an der hinteren Achse nach vorne gerichtet auf die äußere Kante des Bretts aufstellen. Wenn ihr jetzt eure Setup-Kurve gefahren seid, fahrt ihr rein, relativ tief, entlastet leicht das Brett durch eine Hochentlastung und drückt hinten ein bisschen raus, dadurch kommt ihr in den Slide und dreht dabei den Oberkörper, so wie ich das hier gerade mache und wie ihr das auch bei Alex sehr gut sehen könnt, gegen das Brett. Dadurch baut ihr eine Vorspannung auf, die ihr später gebrauchen könnt, wenn ihr aus dem Slide wieder raus wollt. Das heißt, ihr geht wieder runter, belastet das Brett wieder und findet den Weg zurück aufs Brett. Ihr könnt dann eure Line ordentlich auf Grip durchfahren.